Das treibe ich nachts auf dem Friedhof. Der steht nicht mehr wieder auf. Schon einen großen. Macht euch bereit! Feuer! Der große wird jetzt ein Problem. Medipack. Yes, er ist down. Eine tolle Waffe dabei. Bist du jetzt bestimmt ein paar Leute, die damit abgeschossen werden wollen? Du bist wie ein blinder Wurm, der sich immer tiefer in die Erde frisst. Tiefer und tiefer in ihre verrotteten Eingeweide. Ah, Munition. Die dunklen Orte, die bleiben sollten. Ah, der Große. Sag guten Tag. Der geht da drum. Der Groß hat doch jetzt noch einer. Ich werde von hinten abgeschossen. Großartig. Das sollte man ein bisschen besser angehen. Ist ein großen Down. Hatte was, aber der ist zu weit hinten. Es muss hier aufräumen. Scheiße, Mann. Mitteilung direkt neben mir. Wie blöd. Jetzt hier. Wir sind uns. Deckung.
Vielleicht muss ich wirklich hier lang. Ich bezweifle stark, aber ja. Mein Versuch wert. Oh oh. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Ich komme nicht mehr raus. Ein bisschen dumm gelaufen, dass ich mir keine Treffer mehr leisten kann, wenn mir der Groß kommt. Doch allerdings Munition. Wenn ich da reinkomme, bin ich geliefert. Dann steht noch Alarm, aber der einen hat keinen. Da ist er. Hab da ein bisschen Heilung hier. Können wir die jetzt lesen? 16. März. Wir haben die alten Katakomben jetzt betreten. Werde von wiederkehrenden Albträumen geplagt. Ich wache jede Nacht davon auf. Ich habe das Gefühl, je tiefer wir vordringen, desto schrecklicher werden die Träume. Das Gefühl des Schreckens lässt nach, wenn ich gefrühstückt und Kaffee getrunken habe. Aber dann kehrt die namenlose Angst zurück. Die Furcht vor dem, was in der Tiefe verborgen liegt. Ich werde jedes Mal von Wellen der Angst ergriffen, sobald Eberhard, der Vorarbeiter der Ausgrabungsstätte, erscheint, die neuesten Ergebnisse bekannt gibt. Gestern dachte ich, ich hätte eine geisterhafte Stimme im Dunkeln gehört. Ich konnte die Worte nicht verstehen. Vielleicht sollte ich die Krankenstation aufsuchen. Und was würde Helga dann von mir halten? Würde sie denken, ich sei schwach? Das ist das Letzte, was ich will. Ich bete nur, dass dieses Projekt bald beendet ist, sodass wir dieses verfluchte Dorf verlassen können. Ja. Das war wohl nix. Und wo sind wir jetzt hier? Jetzt wollen wir ein bisschen Zeit haben. Ein paar Schuss haben wir damit. Munition. Panzerung aufheben. Ich will nicht wissen, was als nächstes kommt. Wenn wir hinlaufen können. Ich habe nur 20 Heilung, gibt's hier irgendwo. Irgendwo Medivacs hier rumliegen. Muss wirklich mal suchen. Ah, so geht's besser.
Was suchst du? Ja, das geht ja wieder an. Oh nö. Müssen Damien kommen. Das ist nicht gut. Scheinbar auch irgendwie gegen die Zombies. Bin auch davon überrascht, dass die Leute so aufstehen. Oh nein, nicht du auch noch. Bleib schon liegen. Bis es noch näher rankommen. Nicht so nah. Ich habe nicht mehr viele Schuss. Na komm. Oh weia. Wo gehen wir hin? Nee, für das Gold gehe ich da nicht hin. Bis hier ein Bosskampf kommen. Wir haben nicht genug Boss, wir haben nicht besucht genug Boss für den Bosskampf, ja genau. Wir haben nicht genug. Munition. Noch vorbahn. Oh je. Das ist sehr sass. Ich knall, drück mal den Knopf. Mal schauen, was passiert. In diesem Arena gleichen Gebiet. Ich glaube, es ist äußerst ineffektiv für den Arena-Kampf.
Loot hier irgendwo. Hier ist Heilung. Ich würde gerne mal. Geh rückwärts durch, sobald du kannst. Zwei mit einem Schuss. Ich kann auch nicht. Ich verschwende die Munition bei denen, die ich für den Bosskampf brauche. Ich sollte hier vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Kacke, kacke, kacke. Ich glaube, ich kann hier hoch. Oder nicht? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Stufenweise wird hier geöffnet. Finde ich das geil. Eigentlich nicht. Heilung. Hier ist Munition. Aha. Das war eine Falle. Franz, mein Ober, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, ne? Aber diesmal verbrennen Sie. Sie sind dieser Drecksamerikaner, oder? Der meinen Jäger Rudi getötet hat, hm? Ich muss sagen, Sie sind ganz schön zäh. Was haben wir denn da? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so merkwürdig und unvorhersehbar. Helfen wir jetzt auch noch. Ich könnte sie... Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, das im Wald nach Schätzen gräbt. In diesem Moment wird Geschichte geschrieben. Ich gehöre jetzt zu den größten Abenteurern dieser Welt. Für mich sind Sie nicht als ein Regimeschwein. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Herr. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korinthenkacker hier. Sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau dem hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Bitte nein. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Ziel. Jetzt hat sie eine Superwaffe erfunden. Geschafft und aufgeweckt. Oh, Scheiße. Riesenmumie. Oh, hallo. Du bist also König Ottos kleines Geheimnis, was? Was? Aber keine Angst, ich bin jetzt da. Und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich. Amerikanisches Fleisch. Ich hätte da ein bisschen was dagegen. Na bitte. Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? So beherrscht man ein Monster. Und hab's. Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Sieht dann da rechts eine Heilung? Otto, dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt. Egal. Zeit zum Fressen. Anna, Dicke! Lecker Nazi. Kann nicht so lecker sein. Ist alles schon braun. Okay.
sollten schnell hier verschwinden. Ach du Scheiße. Vielleicht keine Munition mehr. Fangen wir das am dümmsten an. Wir haben gesehen, dass Schüsse nicht wirklich was ausmachen. Zumindest nicht, wenn man die Schwachstellen nicht kennt. Ich mache Granaten mehr aus. Granaten direkt in den Mund. Im Mund hat es eine Stelle. Kacke. Ist blind. Ach, jetzt ihr auch noch. Und das fehlt mir noch. Was soll denn der Bullshit jetzt? Und nur Nazis. Nazi-Zombies in den Kampf hier. Wo es am wenigsten gebrauchen kann. Das große Ding müssen wir besiegen. Es macht nicht viel Schaden, was auch schaut, bisher zumindest nicht. Und wir machen ihm ein bisschen Schaden, hoffentlich. Bisher sind wir gut dabei. Irgendwo Heilung. So langsam schon nötig. Muss nicht mehr ins Maul treffen. Ach du Kacke! Das ist von so einem kleinen Nazi vernichtet. Das wär's doch. Wie kriegt man den jetzt down? Puh. Okay, ich probier mal was. Das klappt. War das echt schön. Mach's Mund auf. Das ist ja fantastisch. Dass wir nicht mehr so viel Munition haben. Okay. Noch mal ein bisschen zielen. Sind wir für ihn relativ sicher. Hier müssen wir ab und zu mal ein bisschen so vorsorgen.
und na komm, bleib ruhig. Ich glaube, mit kleinen Schüssen können wir es auch machen, aber mit großen Schüssen ist es natürlich am besten. Würde man keinen Schuss mehr hat. Da haben wir noch einen. Ist zwar relativ blöd, aber. Dann komm, mach's mal auf. Der muss sitzen. Mal ein bisschen schießen. Ein ganz guter Hack. Oh, okay, ich habe nicht mehr so viel Heilung. So gut steckt doch nicht. Ein bisschen Heilung sollte ich mir mal holen. Ansonsten ziemlich sicher hier. Wir merken die mich auch nicht. Oh Kacke. Ist unsicher hier geworden. Das hat er mich kapiert. Bis hier bin oder was? Keine Munition mehr hier. Na komm. Ins Müll. Früher bin ich, glaube ich, relativ sicher hier. Aber sein Müll brennt nicht mehr. Ja, der trifft doch jetzt manchmal. Komm. Komm. Wie kriegen wir den so? Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Verdammt. Verdammt.
Na, geht doch. Der geht ja da unten. Nach dem ätzendsten Versuch. Und da war die Aktion. Wir haben es nicht kapiert. Sie hatten nie die Kontrolle. Autsch. Alte Scheiße. Scheiß Tote einfach überall. Da ist er ja. Fergus. Kommen Sie! Helfen Sie mir, Sie fauler Hund! Wie geht's dem Kopf, Blesko? Wie haben Sie mich gefunden? Habe einen Notruf von Pippa bekommen. Haben Ihre Leiche gefunden. Wesley haben Sie auch, Fergus. Scheiße, Verfluchter. Komm, junge Dame, wir müssen dich hier wegbringen. Hey, hören Sie zu, Blesko. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Sie haben ganze Arbeit geleistet und die Akte gefunden. Jetzt wissen wir, wo Totenkopfs Basis liegt. Ja, wir wissen es. Können Sie können Wolfenstein die New Order ja losgehen. Ich habe diesen Traum. Etwas Wichtiges. Aber es ist weg, wenn ich aufwache. Es war nicht die Zeit für Träume. Ach, verflucht. Hab vergessen, aufs Klo zu gehen. Warum haben Sie mich nicht dran erinnert? Sehe ich aus wie Ihr Babysitter, Fergus? Ach, scheiß drauf. Genau, hier sitzt nämlich Wolfenstein in Jordan. Sie haben es diesem Scheißmonster richtig gegeben, BJ. Aber das Größte ist noch da draußen. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, das Regime zu stürzen. Wir müssen sie nutzen, verdammt. Die verfluchte Welt zählt auf uns, oder nicht? Aber kein Druck. Bis auf meine verfluchte Blase. Das Monster stirbt nie, wie oft man es auch tötet. Es wechselt nur seine Haut, verändert seine Gestalt. Ich fühle, wie das Gewicht der Welt auf mir lastet. Aber ich stemme mich dagegen. Ein letztes Mal. Dann ist Schluss. Da haben wir Wolfenstein der rote Platz abgeschlossen. Haben wir es durchgespielt. So sieht's aus. Der Rest ist Geschichte. Das kennt ihr. Wolfenstein 1 bis 3 haben wir schon gespielt. Jetzt geht's. In Würfelstein The New Order. Im ersten Kapitel. Burg Wolfenstein stürmen uns dann die Handlung von Würfelstein 1. 2 und naja 3. Das war die Vorgeschichte. Und die Zombies haben wir schon ausgerottet. Keine Ahnung. Ich kann mich daran erinnern, dass es in Wolfenstein den New Order oder den New Colossus irgendwelche Zombies gab.
Sie haben wahrscheinlich mal mit dem, vielleicht hingen sie irgendwie mit dem Toten, mit diesem Monster, was wir als Bossgegner hatten, zusammen. Ich weiß es nicht. Vielleicht weil wir den jetzt besiegt haben. Und die Zombies auch beseitigt. Gut. Das haben wir auch mit der Old Blood gespielt. Haben wir alle vier Teile. Jetzt müssen wir noch 3D spielen. Wolfenstein 3D. Irgendwann. Nachdem was jetzt schon in den Teilen zwischendrin mal als kleines Ding gespielt haben. Und die Betten hier in dem Teil. Und die Betten in Teil 2. Das war's in Teil 1. Dann gab es auch irgendeine Möglichkeit. Ja, das ist der Wolfenstein-Sound. Das ist der Soundback. Dieses schrille Gedröhne. So kennt man es. Ja, toller Teil. Kann man sich geben. Dann gibt es ja noch einen alten Wolfenstein. Es gibt ja mehrere davon. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwann mal spielen können. Ich glaube, der ist in Deutschland immer noch indiziert. Muss mal gucken. Also wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, da gibt es natürlich keinen anderen. Und sonst von denen, die es jetzt auf Steam zu finden gibt. Aber bis auf 3D alle gespielt. Ist noch eine Menge. Ich meine den vor Wolfenstein nur, oder? In 2009er. Ich weiß nicht, ob das spielbar ist. Ob man das auf in Deutschland bringen kann. Auf YouTube. Wir spielen natürlich nichts Indiziertes, aber Wolfenstein 3D-Indizierung aufgehoben, das weiß ich, aber im September 2009 zunächst von BPJM auf die Liste B indiziert und am 19. Januar 2010 vom Amtsgericht Detmold wegen Verstoß gegen die Paragraphen 86a und 131 des Strafgesetzbuches beschlagnahmt eingezogen. Okay, das sieht nicht so aus, als könnten wir das spielen. Das klingt nicht danach. Ja, weiß ich, dass da vorne Wolfenstein die Teile vor 2009. Ja. Wolfenstein 3D werden wir nochmal spielen. Joa. Und dann war es das auch, glaube ich, mit dem, was man spielen kann an Wolfenstein-Teilen. Gibt noch ein paar
von früher, aber die sind ein bisschen, die Qualität ist dann auch ein bisschen, ja. Gut, das war's erstmal zu Let's Play Wolfenstein der Old Platz. Jetzt haben wir so, jetzt haben wir Wolfenstein The New Order, The Wolfenstein, The New Colossus, Wolfenstein Youngblood und dann schlussendlich The Old Blood gespielt. Als nächstes will ich noch mal schauen, wie weit ich da komme. Wie lange ich das spiele. Wolfenstein 3D spielen. Und dann haben wir es auch. Da haben wir lang genug Wolfenstein gespielt. Haben wir so ziemlich alle Teile. Eine spielbare Teile gemacht. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder oder irgendwann zu bald zu Wolfenstein 3D. Mal schauen. Ja, haut rein. Ciao, ciao.